Das ist unser 1-Euro-Fahrzeug. Und mit diesem versuchen wir so weit zu fahren, wie es geht. Los, wir brauchen Punkte. Und wir dürfen nicht crashen. Achtung, aus dem Weg da. Wow, Vitamine. Oh mein Gott, ich habe gleich keinen Sprit mehr. Und okay, unser Treibstoff ist auch leer. Heute testen wir die besten Fahrzeuge, von 1-Euro-Noob-Fahrzeugen bis hin zum besten 1-Million-Euro-Fahrzeug. Okay, Vitamine, du siehst es, das hier ist unser Level-1-Fahrzeug und wir müssen probieren, mit diesem so weit zu fahren, wie es geht. Aber unten links seht ihr, wir haben noch eine Fracht und die können wir jetzt einfach kaufen und diese können wir zu wegbringen und umso mehr wir wegbringen, umso mehr Geld bekommen wir damit. Oh, ich verstehe. Oh, guck mal, wie viel Fracht ich habe. Okay, ich probiere auch, aber du darfst nicht zu viel packen, ansonsten wird das vielleicht nicht funktionieren. Ich würde sagen, Oh, mein Auto ist umgefallen. Was baust du da? Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier eine Level-1-Auto. Hier ein 1-Euro-Auto. Okay, denkst du, mein Auto wird so umfallen hier? Schau mal. Ich glaube tatsächlich nein, aber das wird zu schwer sein. Okay, wir werden es auf jeden Fall sehen, Freunde. Wir bauen mal hier die Fracht hin, so. Und ich würde sagen, okay, wir können uns, wir können es nicht mal hinsetzen. Oh mein Gott, ich habe so die Fracht gemacht. Mal gucken und wow, schau dir mal sein Auto an. Es ist riesengroß. Guck mal, ich fahre mit zweimal Fracht. Okay, ich würde sagen, Achtung, Achtung, wir setzen uns jetzt auch hier rein. Aber wo muss die Fracht eigentlich hin? Ich habe zu Verkaufsstellen, weißt du? Okay, wir müssen das Ganze hier löschen. Und damit bekommst du dann Geld. Okay, wir testen das Ganze mal aus. Und wow, wir kippen nach hinten einfach. Nein. Ich sehe noch keine Verkaufsstelle. Ich glaube, ich bin viel zu langsam. Oh, vielleicht ist das die erste Verkaufsstelle hier vorne. Ja, das könnte allerdings sein. Aber ich würde sagen, oh mein Gott, wie ist das geschafft? Nein. Verkauf mir! Yeah. Okay, sehr gut. Freunde, wenn du uns dabei helfen willst, das 1-Million-Euro-Fahrzeug freizuschalten, dann like jetzt das Video, schaff mir die 1000 Likes und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Los geht es, Vitamine! Oh mein Gott, ich habe jetzt ganz bisschen was an Fracht mit dabei. Ich glaube, da bist du ein bisschen zu langsam für. Ja, das stimmt allerdings. Und unten seht ihr unser Treibstoff. Und unser Treibstoff geht auch irgendwann zu Ende, ne? Oh ja, und wir können uns sogar Truhen kaufen, um bessere Items zu bekommen. Genau, da würde ich sagen, Freunde, okay, wir öffnen mal hier zweimal diese Truhen hier. Und damit können wir jetzt hier unser bestes Fahrzeug hier bauen. Hier, let's go. Oh, weißt du was, Sandy? Ich habe sogar noch einen neuen Motor bekommen. Oh, sehr gut. Okay, Freunde, wir schauen mal, was wir bekommen haben. Oh, ich habe jetzt auch drei Motoren und wir haben ein bisschen Treibstoff. Das bedeutet, Freunde, es wird Zeit, unser Auto ein bisschen umzubauen, würde ich sagen. Ja, ich habe auch Treibstoff bekommen und vielleicht mache ich noch ein bisschen Fracht drauf. Ich probiere mal. Ich probiere mal loszufahren. Schau mal mein Auto. ja. Oh mein Gott. Es ist ein bisschen wackelig da drin. Aber es fährt. Okay, sehr, sehr gut, Freunde. Wir probieren jetzt auch hier. Okay, ich würde sagen, wir haben den Motor, wir haben den Sitz und wir brauchen Treibstoff. Aber ich würde sagen, okay, das ist jetzt hier bis jetzt hier unser Fahrzeug hier am Start. Okay, und umso mehr Fracht wir nach hinten bringen, umso mehr Geld bekommen wir. Und dann können wir uns neue Ausrüstung kaufen. Okay, das macht allerdings Sinn. Oh, Vitamine, ich fahre jetzt auch los. Siehst du mich? Hey, Sandy, stehen geblieben, ich komme. Oh mein Gott, ich kann nicht stehen bleiben. Ich muss meine allererste Fracht verkaufen. Okay, wie viel hast du denn mit? Ich habe gerade 4 Boxen mit. Das ist hier mein 1-Euro-Fahrzeug. 4 Boxen, okay, das ist schon viel. Oh mein Gott, aber wird unser Treibstoff ausreichen, Freunde? Oben seht ihr auf jeden Fall, wie weit wir bis jetzt hier am Fahren sind. Oh, warte, können wir es jetzt hier verkaufen, bei dieser Stelle? Ja, du musst reinfahren und dann auf Verkaufen klicken. Let's go! Okay, das bedeutet, wir haben unsere allererste Fracht schon mal verkauft. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück und mit dem Geld können wir jetzt Truhen öffnen. Freunde, ich habe mein Fahrzeug ein bisschen weitergebaut und zwar, ich glaube, es ist schlau, wenn wir unten direkt die Fracht hin platzieren, weißt du? Oh, du meinst die Kisten unten? Das ist schlau. Ja, das habe ich gemacht und ich probiere jetzt irgendwie, ich weiß nicht, kann man das Treibstoff übereinander stapeln einfach so, ja, weißt du? Das kann man stapeln. Du kannst alle Blöcke übereinander stapeln. Okay, das ist auf jeden Fall sehr schlau. Aber ich würde sagen, okay, Freunde, ich probiere jetzt hier unser nächstes Fahrzeug hier herzustellen. Und ich bin auch wieder angekommen und habe jetzt insgesamt 1000 Punkte schon wieder. Was? Okay, das ist sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und ich kaufe mir auch wieder neue Truhen, um hoffentlich neue Items zu bekommen. Ja, das stimmt. Aber denkst du, hast du sogar vielleicht noch einen zweiten Sitz? Dann können wir auch zusammenfahren. Also ich habe einen zweiten Sitz, ja.
Okay, dann bau ein Auto, ich fahr gleich mal mit deinem, okay? Okay, 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 ich bin gespannt, aber ich glaube, zu zweit sind wir einfach zu dick. Okay, okay, wir werden es sehen. Wie du schon meintest, auch die Fracht so bauen, wie cool ist das denn? Ja, das stimmt allerdings. Warte mal, können wir jetzt die Fracht jetzt so richtig lang machen, Freund? Ich probiere auf jeden Fall mal was aus. Und zwar probieren wir jetzt hier überall eine Fracht zu platzieren, hier in die ganze Strecke. Oh, wie cool. Ob das ausreichen wird? Ich weiß nicht, aber wir werden es auf jeden Fall austesten. Okay, dann würde ich sagen, vorne kommt der Fahrersitz hin. Okay, wir brauchen Treibstoff, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, ne? Ja, natürlich ist Treibstoff wichtig. Und oh, guck mal, mein neues Mobil. Okay, warte, ich schaue gleich. Und Juhu. Oh mein Gott, wir haben sogar 4 Motoren am Start. Was macht der neben mir? Der fährt einfach nur mit einem Rollstuhl? Warte mal, was haben die anderen gebaut? Wow, was hat er für eine Maschine gebaut? Okay, das sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Aber wir sind noch am Anfang. Wir sind noch eine kleine Noob-Maschine hier. Ich packe einfach 4 Motoren auf mein Auto. Oh mein Gott, wie sieht sein Auto aus? Okay, wir werden unser Auto Stück für Stück im Upgraden. Ich weiß gar nicht, mein Auto ist bestimmt zu schwer, oder? Hä? Schau mal! Einen Moment, Freunde. Ich probiere hier auf jeden Fall noch ein paar Reifen zu platzieren. Was? Jetzt schon? Du bist ja nicht mal losgefahren. Ja. Bei mir fährt mein Auto. Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall auch rausführen. Ah, du fährst doch schon los. Okay. Siehst du mein Auto, was ich hier vorhabe? Du machst die lange Schlange. Ich mach die lange Schlange. Okay, und ich würde sagen, okay, wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Und es funktioniert. Wow, das sieht voll cool aus. Guck dir den immer neben mir an. Oh mein Gott, ich bin aber super langsam damit, muss ich sagen. Warte mal, du bist eine Raupe. Raupe Nimmersaat. Los geht es, Freunde. Mit dem längsten Mobil aller Zeiten. Los geht's. Wow, der hat einen Jet hinter uns. Ich fahre nur 12 die Sekunde. Ich fahre nur 16 die Sekunde. Aber, oh, man muss ein bisschen beschleunigen. Man darf gegen nichts knallen, weißt du? Ja, ich bin zu lahm. Meine Motoren schaffen das nicht. Oh nein, meine ist auch zu langsam, Freunde. Oh nein. Hast du aber genug Treibstoff? Ich glaube nicht, die Hälfte ist jetzt schon leer bei mir. Oh mein Gott, ich glaube, ich könnte es schaffen. Obwohl, ich glaube, ich schaffe den Berg jetzt nicht hoch. Okay, Sven, ich glaube, Treibstoff ist bei mir kein Problem. Ich glaube, eher der kleine Berg hier. Oh nein, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Wow, er düst einfach an mir vorbei, der eine. Ja, der ist übelst stark und... Bitte, bitte, bitte. Ich brauche das. Ich brauche die Punkte. Oh mein Gott, ich kann es echt schaffen. Ich kann es wirklich trotzdem schaffen. Ich Aus dem Weg, Vitamine, bitte. Geh weg, aus dem Weg und let's go. Oh mein Gott, guck, wie viel Fracht ich dabei habe. Oh, ich habe alles verkauft. Boom, und ich habe auch alles verkauft. Wie wir hier sitzen, let's go. Okay, und mit dem Geld, let's go. Würde ich sagen, okay, welche Truhen lohnen sich mehr? Die ersten oder die zweiten? Ich weiß nicht, ich fahre jetzt nochmal mit der gleichen Truhe. Okay, ich würde sagen, wir öffnen hier eine Truhe. Oh, wir haben jetzt, noch einen weiteren Treibstoff hier bekommen. Ich verstehe schon. Okay, Freunde, das bedeutet, wir haben noch einen weiteren Motor eingesammelt. Den können wir platzieren und einen weiteren Treibstoff. Und das bedeutet, wir können eigentlich mehr Fracht auch lagern, oder nicht? Ja, denk dran, Motoren sind ultra wichtig in diesem Spiel. Okay, wir platzieren noch mehr Fracht, würde ich sagen. Oh mein Gott, was hat er hier für eine Maschine gebaut? Okay, das ist eigentlich auch schlau. Der hat die Fracht so an der Seite platziert. Okay, also ich das muss können sagen, wir auch testen. Ich muss sagen, manche sind richtig, richtig gut schon in dem Spiel. Ja, das stimmt, Freunde. Ich hoffe, ich überschätze mich jetzt hier nicht, aber wir brauchen mehr Fracht, um mehr Geld zu bekommen. Und wir werden unser Auto upgraden. Mehr Fracht, mehr Fracht. Los geht es, Freunde. Unser nächstes Auto ist am Start. Wir haben einen Motor mehr und einen Treibstoff mehr, aber wir haben auch ganz viel mehr Fracht. Wir sind stecken geblieben. Oh nein, und ich habe keinen Treibstoff mehr. Ich schaffe es nicht. Nein. Nein. Okay, Vitamin, kannst du bei mir einsteigen eigentlich? Guck mal, ich fahre noch neben dir mit. Guck mal, neben dir. Oh, okay, ich sehe dich. Wettrennen, komm! Okay, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam, Mann. Komm, du Schnecke, los, los, los. Alter, wie viel Fracht hast du? Ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Ich glaube, es ist aber zu viel Fracht. Ich glaube auch. Aber ich muss sagen, es sieht eigentlich ultra cool aus, dass jeder ein anderes Auto hat. Kommst du, Schnecke? Ich fahre mit 6 Kammer. Let's go. Ich glaube, wir haben echt zu viel Fracht, Mann. Aber wie viel Treibstoff hast du eigentlich? Ich habe auch nur noch die Hälfte. Jetzt schon. Ich bin gerade losgefahren. Okay, ich würde sagen, ich passe die Fracht ein bisschen an. Das war ein bisschen zu viel, glaube ich. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich es diesmal überhaupt schaffen kann. Okay, wir probieren es nochmal mit unserem neuen Auto. Let's go. Und mein Auto ist wieder im Ziel. Jetzt kann ich wieder endlich was verkaufen. Okay, sehr gut. Und ich rolle hier mit ein bisschen weniger Fracht. Ja. Aus dem Weg, Vitamine. Ey, ich sehe dich da vorne. Du kannst es schaffen. Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen weniger Fracht diesmal mitgenommen. Und okay, jetzt können wir das Ganze easy verkaufen. Und oh, wir sind gecrashed. Okay, schaffst du es auch?
Ich weiß nicht, ich habe nur noch 70 Treibstoff. Es ist echt schwierig. Oh mein Gott, ich schieb dich an, ich schieb dich an, wenn du es nicht schaffst. Schieb. Du hast aber auch alles vollgepackt da. Los, schieb mal. Schieb, ich schiebe. Nein, nein. 25 Treibstoff nur noch. Ja, komm. Gib Gummi, gib Gummi. Oh mein Gott, ich hab's gerade so geschafft. Oh mein Gott. Wow. Alles fällt auseinander, oh. Was? Aber ich glaube, man kann sogar hier weiterfahren und dann kann man sich neue Biome freischalten. Oh, wie cool. Okay, wir können ja auch mal zusammenfahren. Das stimmt. Oh, schau mal, wie vollgepackt er ist. Oh. Ich will unbedingt mehr draufpacken. Okay, ich würde sagen, komm, ich öffne mal wieder ein paar Truhen, okay? Ich öffne auch Truhen. Ich will was Gutes rausbekommen. Okay, ich habe auf jeden Fall hier was Gutes rausbekommen. Mal schauen, vielleicht bekommen wir noch ein paar Blöcke. Okay, nicht schlecht. Okay, wir haben wieder zwei mehr Treibstoff. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Damit können wir weiterfahren. Und ich habe, okay, noch einen extra Motor sogar noch bekommen. Oh, schau mal, Vitamine. Ich kann jetzt sogar hier zwei Reifen nebeneinander platzieren. Guck mal, jetzt haben wir so Doppelreifen einfach mittlerweile. Das sieht cool aus, aber ich muss sagen, ich habe keine Reifen. Was? Du hast gar keine Reifen. Okay, ansonsten. Nein. Okay, wir haben hier noch ein paar Blöcke. Wir können noch ein paar Sitze platzieren. Wir können uns Auto ein bisschen breiter machen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Wir entfernen mal hier die Reifen in der Mitte, würde ich sagen. Ich mache jetzt hier eine Doppelreihe in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Ja, mach das auf jeden Fall. Aber denkst du, das bringt irgendwas, wenn man hier mehr Blöcke platziert? Keine Ahnung. Ich wünsche es mir, ne? Okay, ich würde sagen, wir brauchen mehr Fracht, Freunde. Wir brauchen mehr Fracht und mehr Geld zu verdienen. Deswegen würde ich sagen, packen wir hier noch so. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Ich hoffe, unser Auto wird das Ganze aushalten jetzt hier. Ja, wenn nicht, bin ich bis eine lahme Ente. Okay, willst du bei mir einsteigen? Ja, ich will gerade nur selber noch meinen zusammenbauen. Okay, warte, ich will mal deins gucken. Wir können deine, dann fahren wir einmal bei dir und dann fahren wir einmal bei mir. Okay, aber welches von den beiden Autos wird besser? Wow, schau, wir hatten Turbo sogar. Ich will auch so einen Turbo-Boost haben. ich glaube, den bekommen wir später erst, ne? Okay, Sandy, zeig mal deine Granate. Ich nenne sie die Raupe Nimmersaat. Ja, das sieht cool aus. Okay, ich glaube, ich bin ehrlich, ich glaube, das ist zu viel Fracht, aber steig ein, Vitamine, in mein Auto. Okay, noch geht es relativ schnell und wir sind stecken geblieben. Naja, wir hängen hinten fest. Die Fahrt ist hiermit beendet, würde ich sagen. Neuer Versuch. Will nur mal ganz kurz probieren, ob ich mit meinem überhaupt runterkomme. Oh, okay, doch, ich komme runter jetzt. Oh, ich auch. Okay, soll ich bei dir einsteigen? Okay, wir können losfahren. Let's go. Warte, soll ich bei dir einsteigen oder nicht? Nee, alles gut, alles gut. Kannst du jetzt noch einsteigen? Ich glaube nicht mehr, Ich glaube auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ach doch, oh mein Gott, mein Auto ist ein bisschen breit hier. Ja, bei mir ist ein Hütchen. Oh nein. Sandy, oh mein Gott, ich fahre. Ja, ich fahre. Ich kann sie nicht wegmachen. Nein, du blockierst mich. Okay, warte, ich fahre links. Ich probiere okay, links zu fahren. Okay. Aber du bist zumindest groß und lang. Ja, ich bin echt sehr, sehr groß hier mit unserem neuen Fahrzeug. Aber wenn wir so lenken, verlieren wir richtig viel. Ich habe einfach einen Doppelreifen. Oh, also ich auch, oder? Doppeldick. Oh. Nicht Doppelreifen, sondern Doppeldick. Oh mein Gott, bei mir wird der Treibstoff nicht reichen. Wie viel hast du noch? Ich habe nur noch 200. Ich habe nur noch 80. Oh. Ja, aber die reicht ja locker. Ich glaube, du verwendest weniger. Ich habe nur noch ein Viertel. Ich habe 70. Ja, und wie viel ist das bei dir? 60. Achtung! Komm schon. Wieso bin ich so langsam auf einmal? Okay, wie viel hast du noch? Ich habe nur noch 20. Ich glaube, ich schaffe es. 60. Ja, du schaffst es locker. Oh mein Gott. 50? Ich habe nur noch 10 Treibstoff, bitte. 30? 5. 4. Du bist gecrashed gegen mich. Ich kann es verkaufen. Let's go! Ey, weil er im Weg steht. Ich kann es nicht verkaufen. Oh nein. Ich konnte es gerade so verkaufen, was? Oh nein. Okay, ich würde sagen, ich habe am meisten lohnt sich diese ersten Kisten, oder? Ja, wir brauchen mehr Motoren. Okay, let's go. Wir öffnen ein paar Kisten. Oh mein Gott, Vitamine. Okay, jetzt würde ich sagen, unser Auto wird weitergebaut. Okay, wir brauchen mehr Reifen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich will gleich noch einmal mit dir mitfahren. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen, Freunde. Ich würde sagen, zack, okay, wir platzieren hier Reifen. Ich habe 9 mehr Treibstoff jetzt am Start. Wow, okay, das ist gar nicht mal... Das ist nicht wenig, das ist viel. Ja, das stimmt, in der Tat. Und ich fahre jetzt einfach hier mit 14 Kilometern. Okay, 14 Blöcke pro Sekunde ins Ziel. Aber ich glaube nicht mal, dass ich es jetzt immer noch nicht mehr schaffe. Was? Das war so knapp gerade eben bei dir, ne? Ja, aber weil ihr mich blockiert habt, ihr beide. Mein Treibstoff ist ausgegangen. Ich konnte nichts tun, Mann. Freunde, wir brauchen mehr und mehr Fracht, würde ich sagen. Okay, nur noch 100 Treibstoff, aber ich glaube, jetzt schaffe ich es. Locker, ich bin im
Ziel angekommen. Okay, sehr gut. Ich hoffe, Freunde, ich platziere jetzt hier nicht zu viel Treibstoff hin. Okay, hier hinten muss auf jeden Fall auch noch eine Reihe hin. Hier, let's go. Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues Auto gebaut und damit probieren wir jetzt so weit zu kommen, wie es geht. Ich auch. Ich bin aber die Schildkröte von uns beiden. Aber du schaffst es. Auch die Schildkröte wird es immer schaffen. Oh mein Gott, hier sind ein paar Hubbel. Okay, aber alles gut, Freunde. Wir haben jetzt gar keine Fracht dabei, weißt du? Oh, vielleicht deswegen bin ich ein bisschen langsamer. Und wir sind jetzt hier, oh mein Gott, bei der Höhle angekommen. Okay, warte, ich komme auch zur Höhle. Okay, wir sind jetzt bei 1000 Metern auf jeden Fall. Wow, am Start. Und hier gibt es tatsächlich die Höhle. Okay, ich gehe hier den rechten Weg entlang. Oh mein Gott, Vitamine. Was passiert hier? Es sind Kugeln, die von oben runterfallen. Was? Kugeln? Ja, hier musst du richtig gut aufpassen. Denn hier kann deine Fracht sogar zerstört werden von Riesenkugeln. Und oh mein Gott. Hallo? Schönen guten Tag, kann man hier die Fracht verkaufen? Oh, und hier in der Höhle kann man sogar die Fracht verkaufen. Aber ich habe jetzt keine dabei, weißt du? Musstest du hochfahren? Ein bisschen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir probieren jetzt so weit zu fahren, wie es geht. Bis unser Treibstoff leer ist. Okay, ich bin bei 2000 Metern schon. Oh, okay. Ab wann können wir eigentlich neue Truhnutz freischalten? Ich meine, wir brauchen ja die Höhlenbiom. Ja, eigentlich schon. Okay, ich bin beim Höhlenbiom eigentlich, aber ich glaube, man muss sogar noch weiter fahren. Was? Okay, diesmal wählen wir den linken Weg, Freunde. Let's go. Ich bin jetzt auch in der Höhle. Aber unser Treibstoff ist alle. Was? Ich kann nicht weiter und... Oh nein. Ich sehe hier auch, alles ist voll mit Lava und Spikes. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Freunde, wir haben auf jeden Fall jetzt weitergebaut. Und ihr seht es, wir haben uns die nächsten Kisten freigeschaltet. Und zwar die Höhlenkisten, weil wir das Höhlenbiom freigeschaltet haben. Und damit haben wir jede Menge neue Items freigeschaltet. Wir haben hier 18 neue Motoren. Okay. Und ich würde sagen, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen jeden einzelnen Motor hier. Zack. Die wir jetzt hier auf unseren Wagen platzieren. Das ist alles wichtig. Und dann werden wir das Max-Level-Fahrzeug bauen. Und wow! Was hat er gebaut? Ich glaube, seine Fracht ist nicht gerade sicher angekommen. Okay, die ersten Motoren haben wir platziert, aber wir haben jetzt hier noch die besten Motoren im Spiel und zwar die Dieselmotoren. Oh ja, von ihnen haben wir auf jeden Fall auch noch einige Stück. Die platzieren wir jetzt hier noch oben drauf. Okay, let's go. Dann haben wir als nächstes 28 Treibstoff. Oh mein Gott, auch die, Freunde. Okay, wir platzieren jetzt alle hier schön übereinander. Das ganze Treibstoff, alles. Wir brauchen jeden Liter. Jeder Liter Treibstoff ist wichtig für unsere riesengroße Maschine hier. Und wir können jetzt sogar die besten Reifen im ganzen Spiel equippen. Und zwar die Geländewegen. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall gleich eine verrückte Fahrt. Schnallt euch auf jeden Fall an. Und das Wichtigste im ganzen Spiel ist natürlich die Fracht. Umso mehr Fracht wir auf jeden Fall beim Zielort abgeben, umso mehr Geld bekommen wir natürlich. Und dafür, oh mein Gott, wir stapeln alles da oben. Ich hoffe, unser Fahrzeug hält das überhaupt aus. Und so sieht unser Fahrzeug bis jetzt aus. Wir haben die maximale Höhe erreicht. Weiter hoch können wir nicht bauen. Aber Freunde, wir haben auf jeden Fall noch was ganz Besonderes im Inventar. Und zwar Schubkraft. Oh mein Gott, ich würde sagen, wir haben so viel Schubkraft. Wir können jetzt, oh mein Gott, so alles vollpacken. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Schubkraft. Aber Freunde, es gibt nicht zu viel. Es gibt nicht zu viel. Oh, wir haben hier sogar noch Treibstoff, Gas, auch nochmal neue Blöcke. Okay, die können wir noch nach oben packen. Aber dann würde ich sagen, oh mein Gott, ab geht es mit unserem 1-Million-Euro-Fahrzeug. Oh, schaut euch mal das an, das wird so viel Geld geben. Das wird uns so viel Geld geben, wenn wir am Ende ankommen. Wir haben so viel Treibstoff einfach. Aber Freunde, warte mal, was ist, wenn wir jetzt den Boost aktivieren? Und, oh mein Gott, okay, wir aktivieren den Boost. Oh, damit sind wir schneller, damit sind wir auf jeden Fall, wow, oh mein Gott, schneller. Wir müssen natürlich hier allem ausweichen, oh mein Gott. Was tun wir? Stopp. Wir müssen den Boost deaktivieren. Okay, wir haben ein kleines Problem. Wir müssen rückwärts fahren. Wir müssen rückwärts ins Ziel fahren. Ab geht es, Freunde. Und wir boosten uns jetzt hier. Let's go. Und ich würde sagen, wir werden jetzt die ganze Fracht verkaufen. Und wir haben alles einfach verkauft. Und wir haben 18.000 Cash verdient. Mit diesem Geld können wir unser Fahrzeug noch weiter upgraden. Wir kaufen uns noch mehr Treibstoff. Okay, hier an die Seite können wir natürlich noch die besten Motoren im ganzen Spiel hinpacken. Oh mein Gott. Und das wird dann das Max-Level-Fahrzeug, Freunde. Okay, noch die Reifen platzieren und dann würde ich sagen, oh mein Gott, was haben wir hier für eine Maschine erschaffen? Und dann packen wir hinten noch, oh mein Gott, alles voll mit Boostern. Und Freunde, wir rollen. Oh.
Unser Max-Level 1 Million Euro Fahrzeug fährt mit der Fracht los. Aber wie weit schaffen wir es zu kommen? Und wow, schaut mal, wir sind so schnell einfach, obwohl wir so viel Fracht dabei haben. Wir sind vollgepackt mit Riesenfracht, aber trotzdem, weil wir die besten Motoren und am meisten Treibstoff haben, schaffen wir es trotzdem ohne Probleme richtig schnell zu rollen. Und okay, wir probieren jetzt hier mit diesem Fahrzeug so weit zu fahren, wie es geht. Okay, bis zur ersten Zone, Freunde, kein Problem. Wir haben noch 3000 Liter Treibstoff und ich würde sagen, wir boosten uns nach vorne. Oh mein Gott, wow, 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 ab geht's, nein, stopp, wir müssen den Boost deaktivieren. Alle aus dem Weg, hier kommen wir, wow, oh mein Gott, bremsen, 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 oh mein Gott, wir dürfen nicht zu schnell fahren, wir dürfen nicht zu schnell fahren, oh, boah, an der Lava vorbei, da sind wir jetzt hier tatsächlich angekommen und wir fahren jetzt hier durch die, oh mein Gott, Höhle durch, bitte nicht crashen. Ich glaube, wir sind zu breit. Wir sind einfach zu breit. Oh, wir passen gerade so durch. Wir passen gerade so durch hier. Ihr seht es. Wow, und da sind wir tatsächlich in der Höhle angekommen. Und wir können jetzt hier unsere Fracht verkaufen. Let's go. Wow, das waren die besten und schnellsten Fahrzeuge. Oh, wir waren so schnell. Und wir haben die Fracht erfolgreich ans Ziel gebracht. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.